Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Ich hatte euch mal vor längerer Zeit diesen diese Abisolierungszange mal vorgestellt von der Firma Stanley. Und da hatte ich doch kein Kabel gehabt, um das euch mal zu demonstrieren. Ja, jetzt habe ich ein Kabel und jetzt werde ich euch das mal zeigen. Ist eine ganz normale hier, ihr seht ja, ne, Stromleitung. Ich denke mal, was wird jetzt drin sein? Ich denke mal 0,75 oder 1 Quadratmillimeter. Ist ein dünnes Kabel halt, ne? Also ihr habt hier einmal den Seitenschneider dran, ja, um mal das Kabel zu kürzen. Ja, das geht alles sehr gut. Dann hier nochmal. Also ihr könnt das alles sehr gut abschneiden. Ist natürlich immer so eine Sache, von in die Kamera durchgucken hier. So, ne? Also es geht hier sehr gut, ihr habt hier den Seitenschneider dran. Dann habt ihr hier oben den Anschlag, den habe ich jetzt mal weggedreht, also ihr könnt den hier hochdrehen, um eure bestimmte Kabellänge hier abisolieren zu können halt. Ihr seht ja schon, ne? Bis hier hin, das ist der längste Anschlag, dann könnt ihr das halt hier kürzer und so weiter zu machen. Wenn ihr länger braucht, dreht ihr es einfach hier runter, wie ich es gemacht habe. Ja, ist gut, Rabe, ich verstehe dich. Ja, könnt ihr es länger machen, dann könnt ihr eben halt dann hier jetzt hier die Leitung mal reinlegen, abisolieren, ja, so zack. Dann könnt ihr hier die zwei Kabel, ich guck mal, ob sie gleichzeitig abisoliert werden können. Na klar, können sie das. So, habt ihr gleich zwei Kabel isoliert. Ne? Das ist der Rest, genau, so. Und da habt ihr eure Kabel fertig isoliert, also so schnell kann es gehen. Oder eben halt, ihr braucht nochmal hier im Kabel nochmal, dass die Isolierung wechselt, oder ihr braucht es länger, macht das halt einfach. Ja. Und dann schneidet es wieder hier ab. So, abschneiden. Und eben halt dann vielleicht ein einzelnes Kabel isolieren, mehr oder weniger. Also hier mal richtig groß. Ja, so. Also das geht mit der Zange sehr fix und auch sehr gut. Ja. Also kann man nicht meckern. Hier wieder reingelegt, abgeschnitten und wieder auf ein neues. Ja, nochmal rein, abisoliert. Vielleicht reicht es nicht, macht dann halt nochmal nach. So. Und dann halt hier eure zwei Litzen. So. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr habt jetzt mal gesehen, wie die Abisolierungszange von der Firma Stanley, der Fatmax, funktioniert. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Digga Yoshi. Und tschüss.